Single zu sein, das ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Das bekommt gerade auch Inka Bause zu spüren. Die Bauersucht-Frau-Moderatorin flirtet für ihr Leben gern, doch die Männerwelt spielt irgendwie nicht richtig mit. Es wird so verlernt gerade, auch gerade von den jungen Männern. Man hat so das Gefühl, oh Mann, wo ist der Papa an deiner Seite, der dir mal das Einmaleins der Flirtschule beigebracht hat. Flirten ist was Wunderbares, aber es machen heutzutage zu wenig Menschen. Ich glaube, viele haben einfach Angst, dass der eine gleich denkt, oh, die will ja so viel oder mehr. Oh, habt keine Angst, Flirten macht so einen Spaß, tut auch gar nicht weh. Seit 4 Jahren ist Inka Single, doch krampfhaft zu suchen, darauf hat die 45-Jährige keine Lust. Ich sage immer, ob er auf dem Pferd kommt oder auf dem Fahrrad, das ist mir egal, aber wenn es einen trifft, trifft es einen. Klar ist aber, der Ruhm erweist sich bei der Partnersuche nicht gerade als förderlich. Weil ich glaube, nicht jeder Mensch möchte jemand Prominentes als Partner haben, weil es zieht den anderen auch automatisch mit rein. Und wenn dann einer die Auswahl hat, sich zu entscheiden und viele, die dann eben gerne eine Prominente haben oder einen Prominenten, den will man ja selber auch nicht. Es ist eine komplizierte Situation. Wirklich unglücklich wirkt die Mutter eines 17-jährigen Mädchens allerdings nicht. Eine Deadline hat sie sich aber trotzdem gesetzt. Ich kümmere mich erstmal um die Bauern. Wenn die alle unter der Haube sind, dann kümmere ich mich um mich. Das kann noch ein Weilchen dauern. Am 9. Juni startet nämlich erst einmal die neue Bauersucht-Frau-Staffel, die ein halbes Jahr im TV zu sehen ist. Und wer weiß, vielleicht hat die Männerwelt bis dahin in Sachen Flirten was dazugelernt. Inka jedenfalls würde es freuen.